Moin Jungs, da bin ich wieder und heute zeige ich euch, wie ihr euren eigenen Lounge-Glitch kreieren könnt. Also ich weiß jetzt nicht, wer der Founder von dem Glitch ist, ich habe es nur bei Glitch TV gesehen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, auf jeden Fall mal abchecken. Und wir befinden uns gerade im Job-Editor, also im freien Modus geht es jetzt nicht, also ihr müsst in irgendeinen Job rein. Ich habe ja schon mal irgendwas vorbereitet, ich habe hier mal ein paar Fahrräder hingestellt, ein paar Motorräder, ein paar Autos, die ganzen Spawn-Punkte habe ich schon gemacht. Weil ich denke mal, die meisten oder alle wissen von euch, wie, ja, wie sowas geht. Deswegen dachte ich mir, den Part überspringe ich jetzt mal und zeige euch gerade mal, wie ihr euren eigenen Lounge-Glitch kreieren könnt. Da müsst ihr auf jeden Fall unter Platzierungen gehen, unter Zusatzelemente. Und dann haben wir auch schon hier die Rampen, wie ihr seht. Und das ist ganz wichtig, hier Stapeln von Zusatzelementen zulassen. Da muss der Haken drin sein. Und dann wechselt ihr auf diese Rampe hier. Und platziert sie einmal so und gleich nochmal. Also immer so zwei aufeinander. Ihr könnt auch drei aufeinander machen, das ist scheißegal. Einfach nur, dass ein paar übereinander sind. Oh, und wenn es dann so stapelt, dann müsst ihr das wieder löschen. Weil die müssen wirklich so wie hier im Boden versinken. Ah, die Position funktioniert nicht so. Dann machen wir hier unten weiter. Genau, so verschwinden sie richtig schön. Dann könnt ihr auch mal zwischendrin noch welche reinsetzen. Und dann machen wir hier so eine richtig geile Lounge-Glitch-Arena. So, jetzt machen wir hier mal ein paar. Ihr könnt natürlich auch mit diesem Glitch hier so richtig geile Rennen machen. Oder ja, Deathmatches oder sonst was. Also ich mache jetzt nur ein Deathmatch, um es einfach besser zu zeigen. World Finest Gamer hat ja, glaube ich, auch mal so einen Glitch gemacht, wie er dann unter der Map oder wie er durch die Map dann durchfliegt. Und er meinte, bei 80 Rampen fliegt ihr unter die Map oder fliegt ihr unter der Map durch, und das wollen wir nicht, deswegen machen wir nur auf 79 Rampen in der Hoffnung, dass wir nicht durch die Map fliegen, weil ich möchte euch den Launch Glitch zeigen. So, jetzt haben wir einige Rampen gemacht. Dann gehen wir mal auf Testen und dann zeige ich euch mal gerade mal, wie das funktioniert. So, sieht richtig geil aus auf jeden Fall. Menü, Unbesiegbarkeit 1. So, alles klar. Also ihr könnt es natürlich mit dem Fahrrad machen. Ach, ich nehme mal hier hinten das, die Fahrzeuge, die ich mir da hingestellt habe. So, steig mal ein hier, Junge. Hier ist die Glitch-Polizei. Weg hier. Es wird geglitscht hier. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen dahinter. Ich habe extra hier so ein Start-Finish-Tor aufgebaut, dass ich weiß, wo es ist. Also, ich habe mir jetzt bei der Map keine Mühe gegeben, aber wie ihr seht, es backt hier völlig rum. Die ganzen Rampen kommen raus. Also, es geht richtig ab. Ihr müsst einfach nur drauf fahren und dann katapultiert es euch schon in die Höhe. Es ist so geil. Oh Mann, ich feiere den Glitch. Und auf jeden Fall bei Glitch TV vorbeischauen. Durch den habe ich den Glitch ja überhaupt. Und wie ihr seht, es packt ihr übelst drum. Also ich könnte mir vorstellen, da könnt ihr richtig geile, ja, auch richtig spielbare Maps machen. Also nicht nur hier wegen den Launch Glitch. Ist das Fahrzeug ist schon am Arsch. Alter. Wir haben uns da hinten. Oh Mann, 8 Kills, dann ist der Test vorbei. Ah, das wird noch reichen hier. Nur mal ein Motorrad. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, ihr seht auf jeden Fall, wie es abgeht. Ich werde auf jeden Fall noch ein Rennen dazu machen. Den Link zu meinem Rennen oder selbst erstellten Rennen in die Videobeschreibung rein. Und dann könnt ihr es auch mal testen. Ja, schade. Test schon vorbei. In dem Fall würde ich auch sagen, der Glitch ist vorbei. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie es geht. Das war jetzt nicht allzu schwer. Und im Hintergrund seht ihr jetzt gleich noch das Rennen, das ich kreiert habe. Und wenn ihr das auch spielen wollt, dann könnt ihr natürlich den Job markieren, in eure Playlists reinmachen oder sonst was mit Kumpels spielen. Also ich hoffe, es gefällt euch auch. Wenn es so ist, lasst es mich wissen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, ciao.